Okay, dann alle hopp und hopp und hopp und hopp. Und darüber geht's. Der Typ ist agil wie kein Zweifel. Was mache ich denn jetzt mit dir, hm? Ach, natürlich, da drüben. So. Tote Wache ist sehr krass, eine Türen zu öffnen. Wobei, da war mein Krieg fast auch lieber. Weißt du? Bis dann ging sie eigentlich. Okay, dann geht's weiter. Boxhandschuhe mit Stacheln. Okay, Spaß beiseite. Wir können jetzt doch unsere Sense füttern, unsere eine. Hat's auch total gebracht, ja. Ich schau gerade, ich würde Sekundärwaffe mal die... die Glyphe anlegen. Mal schauen, was das Teil kann. Hier, falsch, so. Hier haben wir nichts. Das Gewand haben wir angelegt. Stulpen sind auch angelegt. Hier ebenfalls. Das sieht doch nach einer wichtigen Folge aus. Die Verlieskarte, jawohl. Die haben wir ja später mit Krieg dann auch gar nicht gefunden. Die Viecher kenne ich wohl. Okay. Ja, das war Leichtsinn. Ich habe kaum Energie und war nicht geheilt und... ich will jetzt nicht mehr mit der Kategorie Fehl einstufen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich... Ich werde auf jeden Fall die schnellen Waffen wieder ausrüsten.
die Handschuhe machen einfach viel mehr Schaden als die Glühbirne. Das ist ein Zwischengegner. Also noch eine Verdienstkarte. So. Volle Gesundheit ist nicht gerade geworden. Der Typ fetzt mich aber auch derb ab, das ist Hammer. Ich sehe auch, dass ich mit jedem Neustart mehr Leben bekomme. Wenn ich ein bisschen öfter ausweichen würde. Ich breche mir gerade den Finger bei den Kampfos, ich bin echt zu alt für sowas. Ohne Scheiß jetzt, das ist... Nein, so knapp! Echt, ich breche mir alle Finger bei den Kampfos, das ist abartig. Wenn man vom Nintendo gewohnt ist, dass es nur eine Schultertaste gibt, und dann nur mit dem Zeigefinger arbeitet, bricht man sich bei dem Spiel echt die Finger. Muss man, ich mit dem Mittelfinger auch die Trigger bearbeiten und so. Dann ist es machbar, sag ich. Ich sage einfach mal, dann ist es machbar. Tot. Ich hab ihn wieder drüben, weiß ich. Komm schon, ist fast tot. Also. Endlich hat's den zerfetzt. Je nach Zeit. Fette Stiefel. Üble Klauen, die machen ordentlich Schaden. Wolverine 2.0. So. Gleich mal speichern. Das finde ich toll, dass die freie Speicherpunkte haben.
direkt und leicht zugänglich. Was ist das? Ein Skelettschlüssel. Okay. Sieh nach, was du finden kannst. Ach so läuft das also. Verstehe. Und wieder eine Fährmannsmünze. Ach du Grüne. Ja, das soll noch ein bisschen schauen. So, noch 15 Sekunden sehe ich gerade. Direkt in den Rachen gerannt, der Schlüssel. Ihr habt es wahrscheinlich gehört. Die Zeit ist um. Bidibum. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Kugel hier reinrollen. Will da hoch aber auch noch irgendwie. Muss ich mir noch ansehen, wie das alles läuft hier. Ich speichere das jedenfalls nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Das war die erste Aufnahme Let's Play Darksiders 2. Es verabschiedet sich ein verdammt müder Absoeiros. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es wird episch. Ich verspreche es. Ciao.